Das Falla-Car-System für die Spur N. Ein Krampf, kann ich euch sagen. Und nein, das ist kein Mecker-Video, das mache ich nicht. Ich zeige euch im Gegenteil heute die Lösung, was ich gemacht habe, um endlich ein Radio, ein Wenderadius hinzubekommen von 8,5 cm, wo das Fahrzeug sauber durchfährt, nicht ausbricht oder irgendwas. Und ja, ich würde sagen, ich schalte mal zur Bastelecke. An dieser Stelle mal ein direkter Vergleich an dem von mir modifizierten Fahrzeug. Das ist ja hier vorne, wo ich gesagt habe, hier ist ein anderer Magnet reingekommen. Hier ist das im Original. Ich habe auch hier in der Feder ein bisschen was verändert, ein bisschen was gebogen und gemacht. Das macht wahrscheinlich jeder andere von euch auch so, dass es endlich passt. Und mal im Vergleich, hier ist das der Originalmagnet. Ich denke, man sieht das ganz gut hier. Und hier ist der Neodym-Magnet von mir. Und wenn ich jetzt mal den roten LKW aufsetze, fährt und bricht aus. Seht ihr? Gleich nochmal. Fährt, bricht aus. Probieren wir auch mal in die Richtung, obwohl das ja Linksverkehr wäre. Fährt und bricht aus. Und hier ist ja, wie gesagt, der Magnetstreifen verbaut. Und jetzt nehme ich mal den LKW, den ich modifiziert habe. Und wenn ich den jetzt hier aufsetze, fährt er ganz sauber um die Kurven rum. Und auch mal von der anderen Seite. Ihr seht, das funktioniert. Und ich mache es gleich nochmal, dass man wirklich sieht, dass es so ist. Linksverkehr. Und nochmal die andere Richtung. So rum. Und das ist eine Kurve, die hat jetzt, ich messe es gleich mal nach. So, jetzt nehmen wir den nochmal runter. Jetzt setzen wir nochmal den mit den Originalmagneten auf. So. Und bricht aus. Und bricht aus. Ja, also man sieht ganz gut, hier sind verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Zum einen eben, dass man hier den, obwohl der sogar länger ist, ja, also auch der Radstand müsste, glaube ich, der gleiche sein, wenn ich den ranhalte. Ne, der ist sogar länger vom Radstand hier, also der müsste sogar leichter um die Kurve rumkommen, weil er halt kleiner ist als dieser. Und eben, wie gesagt, der Magnetstreifen, der drin ist, ich kann nochmal das Lineal anhalten. Moment. So. Das Lineal ranhalten, so ganz schwach sieht man es hier unten drunter, wo das Magnetband verläuft. Das geht von da bis dort. Das sind also 9 cm, die jetzt problemlos laufen. Natürlich immer noch das, wenn ich überlege, dass die Kurven auch durchaus mal, wenn ich jetzt eine Kreuzung bauen würde, die jetzt hier relativ eng abgeht, ist das mit den Autos in der Form kaum machbar. Also da bin ich der Meinung, dass man wirklich hier mit diesen 9 cm schon das Maximum erreicht hat. Oder das Minimum besser gesagt, dass das funktioniert. Und ja, man muss eben doch ein bisschen Hand anlegen an die ganze Geschichte. Das mache ich natürlich jetzt mit dem roten LKW auch noch, dass der dann genauso gut läuft. Und dann habe ich es endlich geschafft, was ich wollte. Und dann werde ich irgendwann auch meinen eigenen bauen. Ich habe hier noch diesen Bausatz da, wo man mit den Fahrzeugen das selber umrüsten kann. Ob ich da jetzt einen Bus umbaue oder was auch immer. Das kann sein, dass das nachher die andere, Modellbahnseite wird. Ich habe so viele Fahrzeuge da, also man kann da wirklich sich tummeln, wenn man sich da ein bisschen was bauen will. Also hier sieht man schon, der Radstand, das passt alles. Da kann man sich auch seine eigenen LKWs bauen. Und ich denke mal, so eine Fahrzeuge bereichern eine Modellbahn wirklich. Dann hatte ich ja mit dem Lasercutter mir solche Sachen hier ausgraviert, kann man jetzt schon fast sagen. Ihr seht schon, hier habe ich ein bisschen zu stark gearbeitet, da guckt das also durch, das ist also dann hier zu tief reingelasert, das hatte nicht funktioniert, hier hat es dann funktioniert, vereinzelte kleine Pünktchen, völlig egal, denn mein Plan war ja, das Ganze von unten einzulegen und wenn ich jetzt die Breite hier sehe, das sind 3 mm, hat das folgenden Grund, ich habe mir nämlich jetzt, das hatte ich euch im letzten Video nicht gezeigt, Magnetband bestellt und dieses Magnetband, das sind also mehrere Stückchen von, ich glaube, 90 cm, 1 Meter oder irgend sowas in der Art, wird hier eingelegt, ja, kann man hier einbringen und dann hat man das auf der anderen Seite unsichtbar sozusagen. Ja, so ist zumindest der Plan von mir, das Ganze hier irgendwo reinzubringen. Ich habe es dann mehrfach machen müssen, denn ich habe die das Ding ist 3 mm stark, 1 mm tief und hatte das hier reinlegen wollen, hatte aber festgestellt, dass mein Lasercutter, die Schaumpappe, ja irgendwo schmilzt und dadurch ist das ein bisschen unten rund geworden und somit ist es also nicht tief rein genug reingekommen. Dann habe ich es dann breiter gemacht und verschiedene Sachen rumgetestet. Und das Endergebnis ist im Grunde genommen jetzt
diese Variante gewesen. Das ist also jetzt mein letzter Versuch gewesen. Da ist das Ganze ein bisschen breiter und hatte dann die Spur hier drin. Hier hinten sieht man es. Hier ist es ein bisschen heller als hier. Habe ich dann versucht, mit dem Schraubendreher das Ganze mal so ein bisschen noch, so indem ich den Schraubendreher so ein bisschen in die Kanten reingedrückt habe, das Ganze irgendwo, dass das möglichst tief nach unten liegt. Und dann passt das hier auch ganz, ganz wunderbar rein. Ich hatte es übrigens 3,6 mm jetzt gemacht, diesen Ausschnitt jetzt hier. Und das Band ist 3 mm, das passt genau rein. Das ist super und es wird auch so versenkt, dass das jetzt tatsächlich mit diesen ganzen jetzt hier eine einzige Oberfläche ist. Was nicht richtig funktioniert hat, ich habe es ja sehr, sehr knapp gemacht. Man sieht es hier dran. Hier sind schon wieder einige solche Punkte. Das heißt, wo der Laser durchgekommen ist, ist ja nicht schlimm. Wenn es gestrichen wird, ist das eh alles weg. Und ja, hatte ich, wie gesagt, mir so gedacht. Es ist sehr, sehr knapp, wie gesagt, nach hinten rein. Das ist also ein Abstand von diesen Teilchen bis rüben, so von einem halben Millimeter oder sowas. Ja, was soll ich euch sagen? Der halbe Millimeter ist zu viel. Funktioniert nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe das ausgetestet, habe das hier reingemacht, habe das rumgedreht, fahren lassen. Ja, die Kurve vielleicht so ein kleines Stückchen, danach ist das Auto ausgebrochen, an der Seite rausgefahren und das war's dann. Hat also nicht funktioniert. Wo man Obacht geben muss, das kann ich gleich als Tipp mitgeben, wie rum man natürlich das Magnetband macht, ist klar. Nordpol, Südpol, das sieht man ganz einfach daran, wenn ich das Fahrzeug jetzt habe, wann nimmt es in der Mitte mit oder wann stößt es sich ab, dass dann hier sieht man schon, ne, der springt immer so weg. Also richtig rum sollte man es einlegen, wenn man es über Kopf macht, natürlich entsprechend dann negativ, dann funktioniert das auch. Wir kommen jetzt mal zum finalen Stand, was ich gemacht habe. Das ist dieses Teil. Hier ist jetzt das Magnetband schon eingelegt, ja, eingeklebt worden von mir. Und der LKW, den kann man da super draufstellen und ja, sollte funktionieren. Funktioniert auch nicht. Also das ist eine Technik, in H0 mag das durchaus was wert sein hier. In N, muss ich euch ganz ehrlich sagen, hast du große Radien, 4 gerade Strecken, überhaupt kein Problem. Fährt das ganz sauber da lang, passt schon irgendwo. Ich habe natürlich eine Lösung gefunden. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer so lange suche, bis ich eine Lösung finde. Das funktioniert also jetzt. Das kann ich hier aufsetzen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so geht. Ich zeige es euch erstmal. Ihr seht, fährt genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Und natürlich, ihr habt es gesehen, ich habe den Magnetstreifen nach oben gelegt. Mache ich ihn so rum, wird es jetzt sowieso erstmal nicht funktionieren, weil er falsch rum ist. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Wartet mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Ich hoffe, der macht das noch scharf jetzt, weil ich habe einen festen Fokus drin. Das heißt, ja, vielleicht sieht man es hier vorne. Hier, er springt weg. Ja, das heißt, der Magnetstreifen ist in diesem Fall falsch rum. Ich gehe mal mehr in die Mitte vom Bild. Ja, so, er springt immer wieder weg. Augenblick mal, ich mache es noch näher ran. So, ich habe das Ganze mit Auto-Zoom oder Autofokus, sage ich schon, Auto-Zoom ist ja Quatsch, Autofokus gemacht. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, hier sehen wir so ein paar Löchlein oder ja auch hier, wenn ich das jetzt hier drüber lege, schnipst mir vorne der Magnet weg und das Teil lenkt völlig sinnlos in irgendeine Seite rein. Das heißt, wenn ich es jetzt so rum mache, sehen wir schon, jetzt wird das Ganze hier, ja, bleibt der Magnet da drauf. Wenn wir einmal dabei sind, wenn wir sagen, der Magnet, ich habe hier einen anderen Magneten eingesetzt. Das ist eigentlich die Lösung gewesen, dass es überhaupt funktioniert hat. Dieser originale, klitzekleine Magnet, der hier dabei war, der ist so klein. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier den Schraubendreher nehme, der ist ja übrigens auch sehr, sehr klein. Vergesst bitte nicht diesen irrsinnig hohen Zoom, den ich gerade drin habe. Diesen Mikro-Schraubendreher brauchte ich, um diese Schraube hier zu lösen. Die ist so klein. Ich habe da, wenn ich jetzt mal einen normalen Madendreher nehme, der ist so groß. Kommst du nicht ansatzweise ran? Dann habe ich ja hier meinen elektrischen Stift. Hast du keine Chance? Kommst du nicht rein? Und das ist schon einer meiner kleinsten Aufsätze vorne. Funktioniert nicht. Und dann habe ich einen Uhrmacherbesteck da und damit konnte ich dann diese Schraube lösen, konnte das Ganze abmachen. Ihr seht schon, das zieht hier wunderbar an, der Magnet. Und habe natürlich auch hier die Mimik hier unten ein bisschen fester gemacht. Das war alles dermaßen locker und schlecht, dass überhaupt nichts richtig funktioniert hat. Das heißt, ich habe hier vorne abgetrennt, hier an der Stelle, habe ich abgetrennt. Ich gehe mal noch ein bisschen rüber. Habe ich abgetrennt
und habe dann diesen Magneten von unten angeklebt. Natürlich musste ich auch Obacht geben, dass ich das richtig rummache, wenn ich das hier so halte in dem Moment. Ja, wenn ich so das Magnetband hier nehme, auf der einen Seite wie jetzt wieder, wie gesagt, geht's weg. Auf der anderen Seite hält's. Und genauso war das natürlich auch dann mit dem Magneten. Darf man auch nicht falsch rummachen. Entweder beides falsch rum oder beides richtig rum. Ja, und meine Lösung ist jetzt tatsächlich gewesen, dieses relativ starke Magnetband zu verwenden. Ich zoome nochmal raus. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Autofokus hier ein bisschen mitspielt, dass man da, ja, das müsste schon passen irgendwo. Ja, das heißt, ich muss es tatsächlich so rum einbauen. Ich hatte es ja eben schon mal zu laufen gehabt. Ihr seht, das läuft. Natürlich dieses kleine hoppala, Wägelchen hier, das läuft nicht sauber. Das ist ein Geeierer und ein Gehoppler, ist ja klar. Das kleine Modell irgendwo viel zu leicht. Aber was willst du hier hinten noch einbauen? Ob man da noch Gewicht reinmachen kann irgendwo, weiß ich nicht. Kann man probieren, da oben noch ein bisschen Bleigewichte einzulegen. Das werde ich wahrscheinlich machen, dass es ein bisschen sauberer läuft. Ihr seht jetzt schon, so sieht er offen aus. Funktioniert, und so habe ich dann endlich hinter meinem Bahnhof ein Car-System zu laufen, was funktioniert. Was habe ich mir jetzt hier gedacht? So kann ich es ja nicht lassen. Ich möchte aber auch keinen Spachtel auftragen. Da habe ich dann schon wieder die Befürchtung, dass wenn ich hier Spachtel auftrage, ich werde es natürlich auch testen. Ich werde mir immer solche kleinen Testplatten machen, wie ich sie hier habe, und werde dann entsprechend da auch mal mit Spachtel testen, den ich hier hauchdünn drauf mache, mit dem großen Spachtel dann schön glatt machen. Aber ich habe mir als nächstes gedacht, ich werde einfach Papier nehmen. Schaut mal, wenn ich das hier drauflege, man sieht es natürlich noch durch, aber wenn das nachher gestrichen ist, wenn das bemalt ist, mit Farbe ist das überhaupt kein Thema mehr. Und wenn ich jetzt den Wagen hier aufsetze, ich mache ihn wieder an. Ihr seht ja ein bisschen die Spur da unten drunter, ein bisschen rüber. So. Und ihr seht, das läuft ganz, ganz sauber. Und Vorteil davon ist, dass natürlich, upsala, das natürlich auch, ist es leiser. Hört man das? So hat man ein bisschen schnarrendes Geräusch. Und mit dem Papier drunter ist es leiser. Ja? Und wenn ich natürlich auch dann hier noch mehr Gewicht eingebracht habe, das heißt hier oben noch Bleibänder eingelegt habe, da habe ich hier so ein Bleiteile da. Da habe ich hier so einen kleinen, ach, habe ich noch zu, Moment mal, habe ich noch mehr da. So, hier, Blei, das sind solche Rollen, die ich habe. Das sind die, die ich eigentlich in die Waggons einbringe, um nötiges Gewicht nach reinzubringen. Das passt hier, sehe ich gerade, auch absolut gut rein. Zwei, drei Lagen oder gleich ein dickeres, das sind verschiedene Dicken hier von dem Bleiband, kann ich da unten reinpacken. Passt super rein, sehe ich gerade. Also muss ich noch nicht mal groß schneiden, obwohl man Blei ja gut mit der Schere schneiden kann oder sowas. Alles gut. Und dann läuft das sauber und ordentlich. Und so wünsche ich mir das. Und das ist das Ergebnis von meinen tagelangen Friemelei. Das muss ich mal so sagen. Was ich hier gebaut habe, wie gesagt, ich hatte ja im letzten Video schon gezeigt, diese Schablone, die ich hier gedruckt habe, damit ich die optimale Tiefe mir raussuchen konnte. Wie kann ich das machen, dass es irgendwo passt, dass es nicht durchbrennt hier. Das ist das gleiche Material wie hier unten drunter. Und jetzt muss ich natürlich, wenn ich noch ein paar Tests gemacht habe, das Ganze dann der Praxis zukommen lassen. Das heißt, dann muss dann die Stelle hinterm Bahnhof dann angefangen werden. Aber das ist dann der nächste Schritt. Ich muss mal gucken, von welcher Seite ich das mache. Ich lasse es mal offen. Der Wagen hier, der wird natürlich auch gealtert. Der wird angepasst. Der bekommt mit Sicherheit hier vorne zwei weiße LEDs, hinten zwei rote, also wahrscheinlich hier unten so rein. Das wird natürlich auch noch gemacht. Das ist ein bisschen Schmuck, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt das Ergebnis. Ich bin soweit zufrieden. Ach, jetzt dreht der Motor. Das ist übrigens auch so eine Sache, dass man immer wieder das Problemchen hat, dass der Motor sich ein bisschen hebt und dann hinten in das Zahnrad nicht mehr reingreift mit seinem Schneckenrad. Ein bisschen runterdrücken und dann läuft er auch wieder. Ja, das sind alles so kleine Sachen, wo ich mich irgendwo ärgere, wo ich immer sage, meine Herren, das muss doch nicht sein. Hätte man doch mit einer Spange lösen können. Aber gut, das mache ich in dem Fall mit meinem 3D-Drucker, dass ich das schön hinbekomme. Und ihr seht, das läuft in beide Seiten sauber. So habe ich mir das gewünscht mit 9 cm. Radius, das brauche ich, diesen kleinen. Passt, würde ich sagen. Und dann gebe ich wieder an den Uli am Schreibtisch ab. Und da ist er, der Uli vom Schreibtisch. Also, ich bin der Meinung, es funktioniert sehr gut. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Und habe jetzt natürlich im Folgenden auch noch die Fahrbahn
koloriert, bemalt und so weiter und so fort, um zu testen, ob das Ganze auch mit der Farbe hinkommt. Am Anfang habt ihr das ja schon ein bisschen gesehen in den Tests, dass ich so eine graue Farbe an hatte. Ich habe das Ganze jetzt noch bemalt, einen Augenblick. So, habe das Ganze jetzt auch noch richtig mit Farbanfarbe bemalt. Hier ist also die Spur tatsächlich drunter, um einfach zu testen, ob es da auch noch funktioniert. Was soll ich sagen? Es funktioniert nach wie vor. Die Lösung ist tatsächlich da. Also wie gesagt, das sind jetzt meine Fahrbahnsysteme. Die sind komplett beweglich. Das ist fein. Und jetzt denke ich, in den nächsten Schritten werde ich erstmal testen, wie ich das überhaupt mit der Fahrbahn hinbekomme. Will ich euch so zeigen. Das mache ich aber im nächsten Video, wie ich es hinbekommen habe, dass man das auf eine schöne gerade Oberfläche hinbekommt, ohne um irgendeinen Spachtelmassen zu arbeiten. Und würde ich sagen, freut euch aufs nächste Video. Schaut auf jeden Fall in eins dieser beiden Videos hier oben noch rein. Die passen zum Thema. Ich habe auch jetzt eine Playlist erstellt für das Falacar-System, für die Spur N vor allem. Denn das ist ja so ein kleines bisschen meines Erachtens ein Problemkind. Und ja, jetzt sollte es keins mehr sein. Ich hoffe, ich konnte euch viel helfen und manche Anregungen noch geben. Und ich freue mich auch weiterhin auf Tipps, die ich von euch kriegen kann. Ich würde sagen, macht schön gut, bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.